Welcome back mit einer neuen Folge. Ich muss euch leider sagen, wie ich in der letzten Folge ja gesagt habe, wird Laura nicht in dieser Folge dabei sein, sondern erst nächste Folge. Aber trotzdem habe ich einen richtig coolen Gast wieder hier auf YouTube. Und zwar ist es die Valeria! Ihr wisst gar nicht, Valeria ist eine Lebensretterin. Ich war am Struggeln, ich habe eine Person gesucht und ich dachte mir so, warum frage ich einfach nicht Valeria? Sie wird auf jeden Fall Ja sagen und hat immer die Lust dazu. Für die Leute, die nicht wissen, Valeria war letztes Jahr bei GNTM dabei. Und ich muss sagen, durch GNTM ist sie auch eine gute Freundin mittlerweile geworden, was ich auch richtig cool finde. Und ja, wie geht's dir überhaupt? Mir geht's gut. Sehr gut. Mir? Auch gut. Momentan halt ein bisschen stressig, wie du ja weißt. Ja, Corona ist bei mir. Bei uns auch. Richtig schlimm momentan. Aber ganz wichtig, folgt Valeria auf Instagram vorbei. Das blende ich hier unten mal ein. Sie macht momentan richtig coole Shootings. Ich schaue da bei dir auf Instagram immer, da sind richtig coole Shootings dabei. Also auf jeden Fall reinschauen. Ja, bevor wir anfangen, wollte ich ja dich erstmal fragen, gibt es Shootings oder Entscheidungs... Fangen wir mal mit den Shootings an. Was ist denn dein Lieblingsshooting, was du selber in deiner Staffel gemacht hast? Also das Max-Shooting fand ich am besten für mich. Das Bild war aber auch richtig schön. Ja, zum Entscheidungswalk, wenn ich drüber nachdenke, welches von Valeria am geilsten war, würde ich sagen, das mit dem Motorrad, wo alles am Boden war. Das fand ich ja, das war zu krass mit dem... Ja. Mit wem warst du da gepaart? Mit wem warst du denn ein Paar? Weißt du das noch? Oh... Ich weiß auch nicht. Mit der Laura? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Laura? Gab es eine Laura? Keine Ahnung, ich weiß auch nichts. In der Folge gab es ja kein Fotoshooting, was ich schon schade fand. Ja. Es gab ein Videoshoot, es gab ja so ein 80er-Inspired-Shooting, wo die ja in so Retro-Styles ja so Produkte vorstellen mussten. In der heutigen Folge werden wir nur 5 Leute ausführlich bewerten und den Rest würden wir dann ganz schnell im Quick-Round bewerten, ne? Ja. Und ja, für die Leute, die nicht wissen, tut ist, wenn uns das Bild gefällt, boot ist, wenn uns das Bild nicht gefällt und to boot, wenn wir nicht wissen, ob es gut oder schlecht ist. Und in der Staffel geben wir unseren Shoot ganz am Ende. Bleibt weiterhin bis zum Ende dran, ich verrate euch einen Spoiler wie immer. So, dann würde ich mal sagen, let's go mit dem Bewerten. Die erste von den 5 ist die Dasha. Also für mich war Dasha die Beste irgendwie, also ja. Hat irgendwie alles richtig hinbekommen. Ja. Das Ding bei Dasha ist auch, sie hat so von natürlich aus, hat sie dieses, die redet voll viel und ich glaube, man wusste direkt schon, sie macht diesen Videotake richtig gut. Und zu Dashas Performance, was würdest du ihr geben? Also was für eine Bewertung würdest du ihr geben? Tut? Ja. Ich gebe auch Dasha auf jeden Fall ein Tut. Sie hat es, sie hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht. So, dann machen wir mal weiter mit Chanel. Ja, ich denke auch so. Boot. Ja, für mich auch ein Boot. Das war eine richtige Enttäuschung. Ich dachte mir so, okay, sie wird das vielleicht schaffen, aber da kam ja wirklich nichts einfach. Also es war schon richtig langweilig. Das war, keine Ahnung, ich gebe ihr auch ein Boot einfach. Die nächste ist einmal Jasmin. Aber bevor wir über Jasmin reden, muss ich sagen, Jasmin sah am besten aus. Ich finde diese Haare richtig geil. Diese Retro, richtig groß einfach. Und ich fand das richtig cool. Und Jasmin sah am besten aus. Guck mal, wie bei dir. stell dir mal vor, du mit dieser Frisur, das würde auch richtig gut aussehen. Oh, geil, ich will auch. Einfach so eine Mähne. Deswegen, also ich kann auch von dir... Sie hat wirklich den Take in dem ersten Dreh sofort zack, zack, alles gehabt. Okay, genau. Ja. Tut? Gibt's dir Tut? Ja, ich gebe auch ein Tut. Ist das gut? Ja, das ist gut. Was sagst du zu Liliana? Also, sie ist schon eine sehr schöne Erscheinung, sehr bildschön. Mega schön. Liliana war echt sehr gut mit diesem Yay-Yay-Stretcher. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die ganze Zeit, ihr musste mich kaputt lachen. Das war so gut einfach. Ja, ich gebe Liliana mein Tut. Und du? Auch ein Tut. Und dann die letzte in der ausführlichen Runde wäre dann Ashley. Es kam einfach nichts. Das Ding ist auch, sie wurde auch nicht in den letzten Folgen auch nicht so viel gezeigt. Und dann, was man gesehen hat, war echt sehr schlecht, muss ich sagen. Aber das ist ja auch schwierig. Ja. Das war zu viel mein Kopf würde da explodieren. Das Ding ist, Ashley ist auch jemand, die ruhig ist.
Und für Leute, die ruhiger sind, ist, glaube ich, so eine Werbung so gesagt schon viel schwieriger, weil die schon ganz da drehen müssen. Und ja, ich kann das schon irgendwo verstehen. Ich muss tatsächlich für Ashley diese Woche mein Buch geben. Das war ehrlich nicht gut. Gut. Auch gut. Ja. Weil es ja ein Videodreh ist, habe ich gedacht, dass wir diesmal in die Quick Round viel mehr Leute reinnehmen, damit sonst wird das Video echt zu lang. Ja, dann fangen wir erstmal an mit Linda. Gut. Gut. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Ich auch nicht. Da bist du nicht die Einzige. So, Anna, was sagst du zu Anna? So ein Sonnenschein. Tut? Tut. Ja, ich gebe dir auch einen Tut. Romina ist so eine Bombe. Siehst du mich? Jetzt, okay. Bei Romina sind wir stehen geblieben. Ich zähle bis drei runter und dann bin ich mal gespannt, ob Valeria und ich dasselbe bewerten an Romina. 3, 2, 1, Tut. Gut. Mareike. Gut. Gut. Ich gebe dir auch ein Gut. Was sagst du zu Luca? Gut. Ich gebe dir ein Tu-Gut. Ich weiß noch nicht, ob gut oder schlecht ist, deswegen Tu-Gut. Zu Larissa. Ich gebe Larissa ein Tut. Was gibst du ihr? Tut. Zu Romy musste man sagen, dass sie nicht geschminkt werden durfte, weil sie eine allergische Reaktion hatte. Deswegen hat sie kein Make-up aufgehabt. Aber trotzdem war ihre Performance gut. Ich gebe ihr ein Tut. Und du? Auch ein Tut. Okay. Sie war richtig gut, ja. Was sagst du zu Alex? Tut. Gut. Ja. Auch Tut. Alicia? Gib Alicia mein Tut. Und du? Auch mein Tut, ja. Tut. Und die letzte wäre zu Lynn. Tut. Tut? Ich gebe dir auch ein Tut. Oh. Weg wieder. Also bei Valeria ist gerade die Verbindung weg, deswegen, sie sieht mich nicht, aber ich sehe sie. Sag nicht, das hast du jetzt auch gesehen. So, ja, wir sind ja mit dem Bewerten ja soweit fertig und müssen unser Shoot der Woche geben. Ich frage mal erstmal Valeria, wer ist für dich die beste Performance diese Woche gewesen? Also diese Woche war Dasha für mich die beste, also... Und für mich, für diese Woche die Beste, ist auch jemand Neues in der Liste, muss ich sagen. Hat mich auch wirklich überrascht. Und zwar ist das Liliana. Mit ihrem Yay Yay Stretch. Geil. Ja, wenn wir schon über Shoot der Woche gesprochen haben, musst du mir mal erzählen, welche drei deine Favoriten sind. Also generell von der Staffel. Gibt es da drei? Hau mal die drei raus, die du magst momentan. Romina. Romina. Oh ja. Oh, wir sind auch alle heute in Rot, Romina. Ja. Geil. Oh, ist wieder weg. Oh, shit. Welche drei sind deine Favorites? Du hast ja gesagt, Romina. Romina, Dasha ist klar. Dasha. Solin. Solin? Ja. Bei mir ist Alex Nummer 1, Romina Nummer 2 und wer war die dritte? Solin? Bei uns sind immer die dritten, wir beide haben gesagt so Solin, Fragezeichen, weil wir riesig sind. Aber auf jeden Fall Alex, Romina und Solin. Ich werde ein Entscheidungswalk wieder spoilern. Die Mädels werden ein, ich weiß nicht, so wie in einer Musikband werden die in Gruppen sein. So Rockstar-mäßig. Und sie werden dann richtig, die Haare sind so komisch einfach. Die sind alle so geflochten, alle in schwarz. Und das habe ich gesehen, ja. Genau, und die werden dann halt dann da laufen. Hier blende ich nochmal ein, wer noch dabei ist. Also ich habe Larissa da gesehen, sie wird noch in der Folge noch dabei sein. Ansonsten habe ich Liliana auch noch gesehen, sie wird auch noch weiterhin dabei sein. Also seid gespannt. Und der Gast in der Folge, also in dieser Entscheidung, wird Otto sein. Ich weiß nicht, ob ihr Otto kennt von den 7 Zwergen. Ja, nein! Ja, der wird wahrscheinlich der Gast in der Folge sein. Ich hoffe, ich bin richtig, aber er wird auf jeden Fall Gast dabei sein. Zu meinem Special Guest in der nächsten Folge habe ich ja eigentlich ja schon gesagt, es ist ja Laura, die ja eigentlich in der Folge ja dabei sein sollte, weil sie ja in Hongkong momentan modelt, ist es bei ihr wirklich sehr stressig. Ja. Und ja, sie wird nächste Woche dabei sein und ja, ich freue mich auch
wie immer mit jedem von euch aus GNTM immer zu drehen. Und ich bedanke mich bei Valeria wirklich so krass, dass sie so kurzfristig einfach eingesprungen ist. Ich habe sie schon geplant, aber auch eher später. Und dann dachte ich mir so, okay, ich weiß einfach nach. Und ja, Dankeschön dafür auf jeden Fall. Dankeschön, hab ich gern gemacht. Ja, nochmal einen ganz herzlichen Dank an euch. Nee, die ist was runtergefallen. So, nochmal ein fettes Dankeschön an euch und ja, wir verabschieden uns heute mit Valeria hier und sehen uns nächste Woche mit Laura und ja, bis dahin dann. Ciao! Yeah.